Halt. Hallo Freunde der gepflegten gute Nachgeschichten. Bla 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 bla. Nee, das ist Quatsch. Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Vorab-Video. Gleich geht's los mit der ersten Folge Minecore 2.0. Aber bevor wir loslegen, wollte ich euch noch ein paar Infos zum Projekt mitgeben. In einem noch zu veröffentlichenden Video bei Big Daddy's World habe ich auch schon ein bisschen über die Truppe geredet, die mit dabei ist. Das hat sich nochmal ein bisschen verändert. Mit dabei sind der Sir Krabs, Tertor, Meep und ich. Red Cupcake, da machen wir was anderes. genau. Dann gibt es Regeln, die wir für dieses Projekt aufgestellt haben. Ich würde euch die ganz gerne einfach mal ganz kurz noch vorstellen. Es fängt erstmal damit an, ne? Die Aufgabe ist natürlich, alle Errungenschaften zu erhalten. Dabei ist es das Ziel, das Spiel zu beenden. Als im besten Fall letzter Spieler, der noch übrig ist. Oder derjenige mit den meisten Punkten. So, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Die Punkte kriegt man einmal für erreichte Errungenschaften, ne? Also dreimal auf Holz geklopft, Kuhschubser und so weiter. Und auch für Challenges, die es jede Woche gibt. Dazu wird es pro Woche einen Challenge-Geber geben und alle anderen sind dann dementsprechend Challenge-Nehmer. Zu dem Punkt Challenges, da komme ich aber später nochmal. Jetzt erstmal die grundsätzlichen Vorgaben für Minecore 2.0. Ich muss das ablesen, weil ich kann mir das alles nicht merken. Und zwar, es gibt einen festen Seed mit kleinen Biomen und einer eingeschränkten Flussgröße. Der Spielmodus ist natürlich Hardcore. Wir spielen Vanilla Minecraft mit, also maximal, also wenn nicht Vanilla, also das trifft quasi dann auf alle zu, die irgendwie Optifine und Shader benutzen wollen. So wie auch bei mir, ne? Grafikmodifikation ohne Spielveränderung sind okay. Das ist ohne Probleme machbar. Ne, halt nur jetzt nicht irgendwie nochmal irgendwie neue Blöcke oder Unsterblichkeit im Hardcore oder irgendwie sowas. Ne? Also keine solchen Spielmodifikationen sind erlaubt. Der Aufnahmeplan, beziehungsweise der Releaseplan, beziehungsweise ja doch irgendwie beides, sieht folgendermaßen aus, dass wir gesagt haben, wir sind alle relativ was. So, bumm, hat keiner gemerkt. Also, ich wollte sagen, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, nicht mehr als 45 Minuten pro Woche aufzunehmen. Das heißt, wir haben im Schnitt dann so circa 15 Minuten a einer Folge und dann drei Folgen a 15 Minuten, so rum wollte ich sagen, zur Verfügung, um quasi pro Woche unsere Erfolge da durchzuklöppeln. Nase juckt. Die nicht genutzte Aufnahmezeit, falls man es jetzt mal nicht schafft, pro Woche 45 Minuten aufzunehmen, die verfällt. Das heißt, das nimmt man nicht in die Folgewoche mit, kann sagen so, hey, diese Woche mache ich mal gar nichts, nächste Woche habe ich dafür dann irgendwie anderthalb Stunden Zeit. Nee, ist nicht. Sondern 45 Minuten pro Woche ist fix. Das waren die Vorgaben soweit. Jetzt zu den Challenges, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar, es gibt eben pro Woche einen Challenge-Geber, der festgelegt wird. Dieser gibt dann eine Aufgabe im Spiel vor, also eine Challenge, die die anderen in der dann entsprechend immer überlegen, in der Woche, glaube ich, erfüllen müssen. So, jetzt wird es ein bisschen, ne? Also jetzt mal kurz drüber nachdenken. Also, der Challenge-Geber muss die Challenge auch selber vormachen. Das heißt, wenn die Challenge ist, stürze dich hier runter und sterbe, ne, dann ist er draußen. Und dann können die anderen sagen, na, mache ich aber nicht mit. Bei Erfolg erhalten die Challenge-Nehmer, also ne, die anderen, die entsprechenden Challenge-Punkte. Die sind genauso hoch wie für einen Erfolg. Also für einen Spielerfolg, wollte ich sagen. So, für jeden nicht erfolgreichen Challenge-Nehmer, gescheitert oder nicht teilgenommen, erhält der Challenge-Geber die Hälfte der Challenge-Punkte. So, das heißt, wenn wir noch fünf Leute sind, einer ist Geber und vier sind dementsprechend Challenge-Nehmer und keiner dran teilnimmt, dann kann der Challenge-Geber hier quasi 20 Punkte abräumen. So, das ist schon nicht schlecht. Eine Nicht-Teilnahme an einer Challenge kostet die Challenge-Punkte. Das ist auch ganz wichtig. Also, wenn man jetzt sagt, ne, will ich nicht dran teilnehmen, dann geht es halt eben minus 10 Punkte auf dem Konto.
Die Punkte, die hält quasi jeder selber vor. Da machen wir ein bisschen auf Fairplay und keiner bescheißt schon, weil ist ja ein Spaßprojekt. So, jetzt geht es nochmal um die Punkte. Jede Errungenschaft und gemeisterte Challenge ist 10 Punkte wert. Das heißt, ich kann halt eben, ne, ich klopfe auf dreimal auf Holz, 10 Punkte, Kuhschubser, 10 Punkte. Spring von dem Hochhaus, ohne zu sterben, 10 Punkte. Das Punktekonto kann auch negativ werden. Ne? Also ich kann halt sagen, ich nehme nicht an den Challenges teil und bin irgendwie, schaff's irgendwie nicht, warum auch immer, meine Erfolge freizuschalten, dann kann das eben auch negativ werden. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt und der Challengegeber für die erste Wache ist der Tertor. Und weil er nicht weiß, wann er die Ausstrahlung vornehmen kann, hat er uns das quasi in unserer coolen WhatsApp-Gruppe schon mal geschrieben. Und zwar lese ich vor. Also Challenge für die erste Woche Minecore, um das Projekt noch interessanter zu machen. Zombie einsperren. Ein Zombie auf möglichst kleinem Bereich einbauen mit Ansage. Also vorher circa sagen, den sperre ich nun ein und lasse ihn am Leben dafür. Ja, also das ist die erste Challenge, die wir quasi in den ersten 45 Minuten im Spiel erledigen müssen. Ein Zombie irgendwie möglichst klein einsperren und ja, das dann eben auch vorher mit Ankündigung. Das wird spannend. Ne, Hardcore, ich kenne mich. Naja, vielleicht wird es ein kurzes Projekt. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß bei Minecore 2.0. Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecore 2.0, die erste Folge, wie gerade auch angekündigt. Wir, warte, ich habe keine Zeit zu verlieren. Erste Inventur. Puh. Ja, wir haben einiges zu tun und zwar müssen wir so viel wie möglich an Erfolgen. Na komm her. So, da ist er. Erreichen. Ich muss aber parallel nochmal. Mist. So. Start. So. Also, puh. Ja, ich habe ja gerade schon die Ankündigung gemacht. Da ist Fleisch. Warte mal, bevor wir. Warte, per Handkantenverkloppung ist, glaube ich, auch blöd. Naja, egal. Komm, den nehmen wir schon mal mit. Woher? Okay, gut. Ja, wir spielen Minecore. Endlich. Endlich. So, endlich. Warte mal, und bevor wir hier irgendwie großartig irgendwas tun, möchte ich mich gerne einmal unterschlupfmäßig. Bereit machen. Denn wir haben nicht viel Aufnahmezeit. Wir haben viel zu tun. Naja. Oh, super. Stein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, dann komm mal her. Pom pom. Wunderbar. Also. Reicht. So, wir brauchen eine Axt. Und wir brauchen eine Menge Holz. Ja, in Minecore 1 hatten wir ja irgendwann ein Problem, dass vor allem der Psychiater und ich uns primär damit beschäftigt haben, da ein ordentliches Let's Play von zu machen. Was natürlich irgendwie Quatsch ist, wenn man, naja, versucht, alle Erfolge zu erledigen. So, okay. Das hätten wir. Gut, so, ich brauche Stein. Eieieiei. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht. So. Also erstmal genug für den Ofen. Das schon mal klar. Und dann natürlich auch genug nochmal für Spitzhacke, Schwert und Axt. Also, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2 macht 8. Plus 8 macht 16. Reicht. Ergo müssen wir hier ran. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Bup. Einer reicht.
Eine reicht. So. Erstmal das Fleisch grillen. So, das ist schon mal ganz gut. Puh. Genau, dann wollte ich noch gerne die. Warte mal, halt, stopp. Das Holzschwert kommt da rein. So. Juhu. Das kommt da rein. Wupp. Juhu. Und ich habe mich glatt verzählt. Ist ja was. Und die neue Axt. So. Und. Dann nehmen wir nämlich das hier auch noch mal gleich mit. Schön wäre ja jetzt auch hier irgendwie gleich schon mal Eisen zu finden, aber da gehe ich mal nicht von aus. Ja, wir haben uns auch überlegt, dass wir natürlich nicht jetzt irgendwie anfangen hier mit Quatsch. So. Wunderbar, wunderbar. Das läuft ja hier schon mal ganz, ganz prächtig. So, Baum. Da ist ein Baum. Viel werden wir von der Welt. Naja, wir werden etwas von der sehen, von der Welt sehen. Wir müssen ja schließlich einige Biome bereisen. Trotzdem halt nicht so viel wie. Na, weiß ich auch nicht. Wir müssen immerhin überleben. Puh, das wird schon anstrengend genug, glaube ich. Und ich habe einfach mal zur Vorbereitung, spaßeshalber, so eine Hardcore-Welt angefangen und bin innerhalb von einer halben Stunde gestorben. Das war so gut. So gut war das. Okay, dann kommt das da rein und das kommt da rein. Reicht das wenigstens für eins? Ja, für eins reicht's gerade. So. Die Kohle kommt nämlich jetzt da rein und hält dann wenigstens schon mal ein bisschen länger. Dann kriegen wir nämlich Kohle. So, wir brauchen aber trotzdem noch mehr Holz. Hier, da, Birkenholz, super. Das ist super für das, was wir vorhaben. Denn ich möchte mir auch eben schnell nochmal eine Kiste bauen, dass wir. Ne, ist jetzt nicht tierisch notwendig, aber. Das, ist ja durchaus okay. Pum, pum. Pum, 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 pum. Hallo, Schwein. Gut. Ich weiß nicht, rein theoretisch reicht das erstmal. Dann machen wir uns Fackeln. Also, hätte gar nicht gebraucht. Profi-Minecore. Minecore-Minecraft-Spieler. So. Und ich wollte ja auch noch ein Trüchchen basteln. Ja, und die Zeit tickt böse runter. So, prop. Hier rein kommt blöde Erde, blöde Dingsbums, das erstmal nicht und das auch nicht und okay, das reicht auf jeden Fall. Dann warte ich das nochmal ganz kurz ab. Oh Mann, uns rennt die Zeit weg. Hälfte der Folge ist schon fast rum. Naja. Solange wir. Ist noch nicht anders. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schneller. Reicht uns das an Holz? Nee, warte. Mist. Genau, dann machen wir uns hier nämlich nochmal. Nein, ist ja Hardcore. Ich bin ein Depp. Ach, ist ja egal. So. Ist ja auch egal. Ist ja egal. So. So, da oben ist Kohle. Wunderbar. Hätten wir uns das alles sparen können. Na, wurscht. So, egal, egal, egal. Aber ist echt witzig. So. Bidibling. Denn wir müssen ja auch noch die Challenge. Also uns um die Challenge kümmern. Oh Mann, 45 Minuten ist gefühlt echt nicht viel. Dieser Zeitdruck. Und wo ist eine Kuh? Ich brauche noch eine Kuh. Das möchte ich irgendwie. Und ein Schaf. Scheiße. Oh Mann, Kacke. Dieser Druck, dieser Druck, dieser enorme Druck. Ich kann so nicht arbeiten.
Ach man. Okay, das nur noch. Also nur der Vollständigkeit halber. Nicht hasse die neuen Kohleadern. So, das dürfte jetzt rein theoretisch ja erstmal ausreichend sein. Ach, ich kann es auch einfach nicht stehen lassen. Das ist unglaublich. Mist. So, war's das, bitte? Wenn es noch tiefer geht, dann lassen wir das sein. Dann ist mir das egal. Dann bleibt das da einfach in der Erde drin. Also im Boden. So, wunderbar. Okay, das alles aufnehmen. Wunderbar alles. Okay. So. Rap. Schnell gucken, dass wir ein Schaf finden. Also am besten ein paar mehr. Hühner. Schön. Ah, das war ja halt... Das auch. Selten dämlich. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wo wir wohnen. Ja, die Map ist, wie sich's vielleicht schon ansieht, oder aussieht, vielmehr, basiert auf einer kleinen Biomeinstellung. Fuck, habe ich jetzt echt schon einen weiter noch, ne? Nein, ich hasse es, wenn das passiert. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich mich verlaufen. Ich habe mir natürlich vergessen zu merken, wo Norden und wo Süden ist. Ach, shit. Da sind auf jeden Fall Schafe. Das ist gut. Da ist das Biom. Dann ist es hier hinter. Da ist ein Creeper, das ist toll. Da ist ein Enderman. Wir rennen jetzt in unsere Hütte. Und verbarrikadieren uns und haben gar keinen Baublock dabei. Das ist super. Puh, okay. Also die erste Nacht war schon mal nicht allzu erfolgreich. In der Zwischenzeit schnabuliere ich mir mal ein gebratenes Schweinefleisch rein. Und das kommt mal dahin. Dann ist das einfach unsere... Grillkohle, das ist okay. Ja, was jetzt leider nicht ganz ausbleibt, ist, also wir machen kein Branch Mining, Split Mining oder sonst irgendwas, aber die Nacht müssen wir natürlich irgendwie nutzen und deswegen, warte. Deswegen buddel ich mich hier einfach mal ganz kurz nach unten. Also da, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das lässt sich schon mal sehr gut an. Puh, Eisen, Puppeisen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und noch mehr Pro. Das ist gut, das ist gut, das ist schön. So, dann können wir nämlich wenigstens das hier schon mal reinschmeißen. Das ist gut. Da war auch Kohle. Kohle war da auch, weiß ich. So, und da war ein Zombie. Die Challenge der aktuellen Woche ist ja, einen Zombie einzufangen. Auf möglichst geringem Raum. Warte mal. Ist das neu? Ach so. Interessant. Wann ist das denn passiert? Habe ich Optifine oder sonst irgendwas? Scheinbar habe ich Optifine aktualisiert. Habe ich gar nicht. Naja, Offhand leuchtet auf jeden Fall jetzt auch. Das finde ich gut. So. Aber wir müssen ja schließlich irgendwo hinkommen. Also ich buddel jetzt einfach nur mal ganz stur nach unten. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Aber in jedem Fall ein bisschen Kobbel zu kriegen.
Kobbel ist ja nie weg. Also das werden wir jetzt dann demnächst auch noch ein bisschen ordentlich brauchen. Ja, was machen wir mit dem? Also auf jeden Fall müssen wir ja natürlich... Wir brauchen Nahrung, wie ich das hier sehe. Wenn wir nämlich so weiterspringen, dann... Juhu, Schmiedekunst. So, dann brauchen wir jetzt nochmal ein bisschen davon. 5 haben wir, ne? Das reicht ja genau. Warte, und jetzt muss ich nochmal kurz in die Erfolge gucken. Also, das haben wir. Kuhschubser, natürlich. Monsterjäger, das lasse ich mir noch ganz kurz mit Zeit. Technische Stelle, eine bessere Spitzhacke her. Geschafft. Aha, ja, gut. Ach so, natürlich. Diamanten, alles klar. Das heißt, wir haben jetzt soweit erstmal alles erreicht, was wir auf die Schnelle erreichen konnten. Gut, fertig. Zurück zum Spiel. Davor habe ich ein bisschen Angst, ne? Ich will mal kurz gucken, was geht denn hier draußen so? Hallo. Wenn hier ein, warte mal, ich könnte doch Folgendes machen, ne? Sowas, und dann mache ich hier den hier. Und dann sage ich einfach mal, ich habe Angst. Kann ich da einen Stein hinsetzen? Ja, das ist gut. Und da kann ich einen, da will ich aber gar keinen Stein hinsetzen. Da will ich einen Stein hinsetzen. So, und dann... Einigermaßen safe. Einigermaßen safe. Okay. Gut. Komme ich da auch an den darunter liegenden noch ran? Ja. Natürlich nicht. Alter. Okay, alles klar. Erste Folge. Das war der Timer. Ich bin draußen. Macht's gut und bis dann. Euer Herr Jörg. Ciao.